Seit bereits mehreren Monaten steht er nun auf meinem Schreibtisch und ihr habt mich unzählige Male darauf angesprochen, was ich denn da für einen schicken neuen Monitor habe. Der LG 38WK95C-W hat mein Dual-Monitor-Setup bestehend aus zwei Samsung-Monitoren mit jeweils 24 Zoll ersetzt. Und darüber bin ich auch mehr als glücklich. Warum, erfahrt ihr gleich. Vorab möchte ich mich aber ganz kurz recht herzlich bei Office Partner bedanken. Link zu Office Partner in der Videobeschreibung. Die haben mir hier einen kleinen Rabatt auf das Gerät gegeben. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Sie sind aktuell die günstigsten, die den Monitor vertreiben. Also falls ihr Interesse an dem Teil habt, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Der LG 38WK95C-W hat genau genommen keine Bildschirmdiagonale von 38, sondern von 37,5 Zoll und stellt mit einer Auflösung von 3840 x 1600 Pixeln bei 75 Hertz alles gestochen scharf dar. Bis ich mich so richtig an die gigantische Größe gewöhnt hatte, sind bestimmt 10 Tage vergangen. Den Bildschirm habe ich mir passend zu meinem neuen PC-Setup besorgt. Da ich auf ein MacBook umgestiegen bin und sowohl das MacBook als auch der Monitor einen USB-C-Port besitzen, ist das für mich die optimale Lösung. Nur noch ein einziges Kabel auf dem Schreibtisch. Über USB-C erfolgt sowohl die Datenübertragung als auch die Signalübertragung von Ton und Bild. Zusätzlich wird das MacBook ohne weitere Kabel geladen. Cleaner geht es kaum. Aber neben USB-C besitzt der Monitor noch weitere hilfreiche Anschlüsse. Zweimal HDMI, Audio Line Out, DisplayPort, zweimal USB 3.0 Downstream und einmal USB 3.0 Upstream. Durch die USB-C-Verbindung zu meinem MacBook kann ich den Monitor also auch als Hub verwenden und dort direkt Geräte anschließen. Bisher hatte ich immer zusätzlich ein externes Soundsystem, das Konzept C von Teufel, im Einsatz. Dank der integrierten 10 Watt Stereo-Lautsprecher konnte ich dieses aber nun von meinem Schreibtisch verbannen und habe mehr Platz auf dem Schreibtisch. Die Lautsprecher sind für den normalen Gebrauch absolut ausreichend. Kurz mal ein Video schauen oder Musik abspielen, kein Problem. Dank integrierter Bluetooth-Technik könnt ihr sogar Musik auf dem Monitor streamen und ihn als Anlage verwenden. Das ist dann aber vielleicht doch ein wenig too much. Sobald ich Videos schneide, verwende ich sowieso meine Kopfhörer, für mich also die optimale Lösung mit brauchbarem Sound. Der Monitor kommt im Curved-Design, hat also eine leichte Biegung im Display. Ich selbst komme absolut spitze mit der Curved-Optik zurecht, probiert das aber am besten mal im Laden aus, falls ihr noch nie vor einem Curved-Monitor saßt. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Mit 9,3 Kilogramm inklusive Standfuß hat das Gerät ein solides Gewicht. Dank des multifunktionalen Standfußes könnt ihr den Monitor in der Höhe verstellen, auch eine Neigung ist möglich und sogar eine leichte Drehung. Sobald ein Monitor aber nur auf einem Punkt steht, wird er natürlich auch anfälliger für Schwingungen. Mein Schreibtisch steht sehr stabil, weshalb der Monitor beim Tippen nicht zu wackeln beginnt. Arbeite ich allerdings im Stehen, verliert der Schreibtisch an Stabilität und der Monitor beginnt sich leicht zu bewegen, sobald ich auf der Tastatur tippe. Verkraftbar, aber dennoch auf jeden Fall erwähnenswert. Die Verarbeitung ist erste Sahne. Der Standfuß ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt. Das Display hat kein übertriebenes Backlight-Bleeding, gerade im Videoschnitt oder Fotobearbeitungsbereich extrem wichtig, damit das Ergebnis natürlich nicht verfälscht wird. Auf der Rückseite wurde auf eine weiße Hochglanzoptik gesetzt. Sehr schick, alles ist makellos verarbeitet. Selbst am Standfuß gibt es hinten ein kleines Kabelmanagement, sehr praktisch. Im Alltag konnte mich der Monitor bisher absolut überzeugen. Gerade auch für Gamer höchst interessant, denn bisher hatte ich das Ganze ja per Dual-Setup gelöst. Das heißt, ich habe damals auch mal immer links die PS4 angeschlossen gehabt, rechts gearbeitet und dann ab und zu mal eine Pause gemacht. Jetzt könnte man denken, kann man jetzt nicht mehr, aber falsch gedacht, nein. Selbst dieser Monitor bietet jetzt eine Splitscreen-Funktion, dass ihr wirklich zwei komplett getrennte Signaleingänge verwerten könnt und das ist sehr, sehr cool. So kann ich trotzdem links die PS4 anschließen, ab und zu eine Runde Fortnite zwischendurch zocken oder was auch immer ihr zocken möchtet und rechts kann ich weiter arbeiten, wieder was schreiben und so weiter. Funktioniert problemlos, man kann das ganz einfach über diesen multifunktionalen Joystick unten am Monitor bedienen, auch generell die Menüführung mit diesem Joystick ist wirklich intuitiv und kinderleicht. Des Weiteren gibt es natürlich dann auch noch die klassischen Möglichkeiten, die eben so ein multifunktionaler Joystick haben sollte für die Menüführung. Sprache ändern, Lautstärke anpassen, Helligkeit anpassen, das Bild an sich anpassen, das heißt die Farben verändern, verschiedene Gamer-Profile, die Reaktionszeit und so weiter, die liegt bei diesem Monitor übrigens bei einer Sekunde. Aber auch da können natürlich verschiedene Gaming-Optionen ausgewählt werden. Klickt euch da am besten mal selbst durch. Ist auf jeden Fall intuitiv die Benutzung und sehr übersichtlich gehalten. Fazit auf jeden Fall zu dem Gerät. Ich bin mehr als zufrieden. Die 1100 Euro klingen zwar wirklich sehr, sehr viel, aber haben sich in meinem Fall absolut gelohnt. Es macht einfach super Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Tue ich ja täglich und von daher habe ich das Geld da auch wirklich gerne rein investiert. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu einem Ultra-Wide-Monitor. Was haltet ihr davon? Sagt ihr eher lieber, nee,
zwei Monitore separat oder findet ihr, das ist wirklich eine Lösung? Für mich ist es die absolut perfekte Traumlösung, da es einfach cleaner aussieht als zwei einzelne Monitore und ich habe ja trotzdem praktisch sozusagen zwei in einem, kann sogar zwei verschiedene Quellen anschließen und über Splitscreen arbeiten. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal an Office Partner, die mir hier einen kleinen Rabatt gegeben haben und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Folgt mir gerne auf Instagram, RealVanix, über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch wie immer. Bis dahin, macht's gut. Ciao.